Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil der Reihe vom objektorientierten Modell zur Programmierung, sprich zu einer fertigen Softwareanwendung. Nachdem wir ja jetzt den Model View Controller schon mal eingeführt haben, also eine Webanwendung erstellen können, soll es in diesem letzten Teil jetzt darum gehen, Standardviews zu erstellen. Und dann sind Sie, glaube ich, ganz gut gerüstet, um eigene Softwareanwendungen zu schreiben. Jetzt hatten wir ja unsere Anwendung soweit vorbereitet, dass es hier so eine Webanwendung gibt. Jetzt werfen wir hier kurz mal einen Blick rein. Also hier gibt es so Ordner Content, da kann man fertige Sachen zum Runterladen, also zum Beispiel diese CSS-Files ablegen. Interessant ist für uns der Controller. Da gibt es jetzt im Moment den Home-Controller, der wird am Anfang angelegt. Und eben hier diese Ordner Views, da gibt es eben hier ein Home-View. Und da gibt es hier noch so Shared Views, also so Dinge, die in den Views benutzt werden. Wenn wir jetzt mal hier reinschauen, dann sehen wir, okay, also das hier ist im Prinzip HTML und da ist hier mit diesem Add-Zeichen, das ist die sogenannte Razor-Notation, kann man hier quasi in das HTML C-Sharp reinprogrammieren. Sie sehen, das hier heißt auch CS-HTML, also C-Sharp-HTML. Wenn wir mal in den Home-Controller reingucken, dann sehen wir eigentlich, wie das funktioniert. Sie sehen hier jetzt Namen für Methoden. Und das sind genau die Methoden, die ich jetzt über die Web-Oberfläche ansteuern kann. Ja, und dann sehen wir, hier kommt ein Action-Result raus und da wird entsprechend der View erzeugt. Was wir also machen ist, es wird immer der Controller aufgerufen, dann macht der Controller das, was er tut, also Action. Ja, und wenn ich dann fertig bin mit Rechnen und Änderungen machen und Modell manipulieren, dann gebe ich quasi das Ergebnis, das dem User angezeigt werden soll, als View zurück. Und wenn ich jetzt hier unter Index, ne, zum View zurückgebe, dann schauen wir, okay, alles klar, hier gibt es einen, der heißt Index CSHTML und der wird dann auch genommen. Ja, also das ist jetzt der, der genommen wird, wenn ich dieses Index aufrufe. Bei Kontakt genau das gleiche, ne? Also wenn ich die Funktion Kontakt aufrufe, ja, das ist ja die da, dann wird eben der hier zurückgegeben. Ne? Das ist im Prinzip hier diese Anschrift. Das ist erstmal eine Konvention. Das ist so gemacht. Wir können uns das jetzt mal eben noch im Browser ansehen. Also wenn ich jetzt hier schaue, sehe ich hier also Home Contact, das ist der Kontakt. Home About ist der Kontakt. Ja, und das ist so aufgebaut, das ist der Name von dem Controller und das ist der Name von dem View. So funktioniert dann im Prinzip am Ende die ganze Anwendung. Und jetzt wollen wir uns mal Anwendungsteile hinzubauen, die zu unserem Datenmodell gehören. Mache ich das hier mal wieder zu. Dazu gehen wir jetzt hier hin und sagen, ich möchte einen neuen Controller hinzufügen. Add. Und jetzt kann ich hier unter Controller, da sehen Sie, hier sind die Punkte, das heißt, da wird noch was passieren, mir einen aussuchen. Und dann sehe ich hier MVC5, das ist also die fünfte Version dieses MVC-Framework von Microsoft. Und da gibt es hier mit Views using Entity Framework. Also das ist quasi schon vorbereitet für benutzen Sie mich mit dem Entity Framework zusammen. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich hier eine Modellklasse aussuchen. Da sehen Sie, hier sind schon eine ganze Reihe Modellklassen drin und hier den Database-Kontext. Ja, also ich sage ihm, was musst du instanziieren, um mein Objekt aus der Datenbank zu beschaffen? Ja, und das ist ja hier unser Stadt-Land-Fluss-Model-Container. Ne, das ist ja das, was wir generiert haben. Das ist nämlich genau der, der hier oben drin war. So, und dann suche ich mir eine Klasse aus. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel das Land. Da möchte ich einen Controller für haben. Dann führe ich das mal aus. Dann passiert das Scaffolding, also das Bauen, das Gerüst bauen. Und dann sehen wir, dass wir ein leeres Gerüst bekommen. Und zwar haben wir jetzt hier einen Controller. Ja, und da sind jetzt Methoden drin, die sollten uns bekannt vorkommen. Also, die eine heißt Details, da kann ich mir also angucken, was ich machen möchte. Also, das ist im Prinzip unsere Ansichtfunktion. Dann haben wir eine Create-Funktion. Ja. Noch eine Create-Funktion, das sind nämlich die beiden. Erst zeige ich den Create-Dialog an und dann lege ich tatsächlich das Objekt an. Sie sehen hier, das eine ist ein ganz normaler GET-Aufruf, wird einfach mit Lens Create aufgerufen
Und das andere ist hier, sehen Sie, da ist so ein Binding drin. Das ist das, was zurückkommt. Hier steht auch HTTP Post, wenn Sie das Formular, das Webformular ausgefüllt haben. Dann haben wir das für Edit. Ne? Edit, da wird eine ID übergeben. Das heißt also, hier kann ich jetzt ein bestimmtes Land editieren. Und dann habe ich hier diesen Delete-Knopf und das ist im Prinzip genau das, was wir haben: Create, Update, Delete. Was wir jetzt sehen ist, er hat jetzt ein bisschen geschummelt. Ne? Also, der versucht es jetzt so hinzubauen, wie er möchte, also wie er denkt, dass es in Ordnung ist. Aber wir sehen, hier sind jetzt überall diese Named Objects. Ne? Das waren ja unsere ursprünglichen Objekte, von denen alle abgeleitet sind. Das ist auch der Grund, warum ich den meisten von Ihnen aus dem Datenmodell die Vererbung wieder rausgestrichen habe. Hier muss nämlich eigentlich unser Länder hin. Ne? Also Länder, To-List. Ja, und dann habe ich auch tatsächlich Länder. Und das gleiche gilt hier. Also wenn ich hier Named Object mit Find mir beschaffe, ja, also hier mit Find kann ich aus der Datenbank, das hier ist mein DB-Kontext, kann ich das Land rauskriegen. Dann brauche ich natürlich auch das Datenset für die Länder. Und Sie erinnern sich, das haben wir uns ja eben von Hand noch da dran geschrieben. Das gleiche gilt hier, ne? Also hier Länder, Find und so weiter. Und auch hier und auch hier. Ja, das muss man dann halt einmal machen. Aber die sind ja jetzt auch nur gescaffoldet. Das heißt also, die werden nicht ständig neu generiert, sondern die generieren sie ja dann neu, wenn sie was grundlegend geändert haben. So, und jetzt schauen wir mal hier rein. Jetzt sehen wir genau hier zu den Ländern gibt es jetzt den Create, ein Delete, so ein Details, der zeigt die Details nur an, ein Edit, ne, das ist der, den wir für unser Update benutzen. Und das Index ist im Prinzip der, den wir fürs Auflisten haben wollen. So, und wenn ich das jetzt mal ausführe, dann sehen wir hier wieder unsere Anwendung. Und wenn wir hier oben jetzt mal den Namen von unserem Controller reinschreiben, dann wird das Index von dem Controller ausgeführt. Und da sehen wir, hier ist Deutschland. Ja, jetzt kann ich mit Create New ein neues erzeugen, sagen wir mal Österreich. Ja, und jetzt habe ich hier Österreich drin. Ne? Wenn ich jetzt auf Edit gehe, ja, dann sehe ich den Namen. Ja, und wenn ich auf Details gehe, wird halt nur das Detail angezeigt. Und wenn ich jetzt mal hier auf Delete gehe, fragt er mich, wollen Sie wirklich Österreich löschen? Und dann sage ich ja. Das heißt also, so diese ganze Basisfunktionalität, die ist schon mal da. Das heißt, wir müssen da jetzt nur noch reinprogrammieren. Ja, und das machen wir jetzt mal. Als erstes wäre es ja schön, wenn man jetzt diesen Controller direkt anspringen könnte. Ne? Also quasi irgendwie auf der Startseite einen Knopf hat, um zum Beispiel ein Land anzulegen oder sich die Länder aufzeigen zu lassen. Dazu gehen wir jetzt mal hier runter in den Home-Controller-Bereich, ne? Also hier in dem Ordner für den Home-Controller. Da gibt es ja diese Index.cs.html und mit der geht es ja los. So, und jetzt gehen wir hier, okay, also hier, das ist dieser Jumbotron, das ist oben diese große Fläche, ne, mit der Überschrift drin. Und hier hinter setzen wir uns jetzt einfach mal noch eine zusätzliche Reihe rein. Ne? Das Ganze ist Bootstrap. Das heißt also, wenn Sie da nochmal genau wissen wollen, wie das im Detail funktioniert, können Sie einfach mal in die Bootstrap-Doku reingucken. Also es funktioniert im Prinzip so, dass die das ganze Layout immer in 12 Spalten aufteilen und man sich dann quasi aussuchen kann, wie breit die einzelnen Elemente sein sollen. Also ich habe jetzt hier, wenn ich Row nehme, dann wird da eine Reihe angelegt. Und wir haben hier jetzt Personen, Länder, Städte und Flüsse. Also würde ich mal sagen, bei 12, ne, 12 geteilt durch 4 ist 3. Das heißt also, wir nehmen jetzt mal als Klasse für das Div, wo das reinkommen soll, die callMD3. Das heißt also, ich bin im Normalfall so 3 von den 12 breit. Gut, dann irgendwie eine Überschrift rein, was weiß ich. Land, also so wie wir es im Prinzip auf der WinForm GUI auch gemacht haben. Ja, und jetzt kommt die große Frage, wie kriege ich es jetzt hin, hier solche Verweise einzubauen? Und die wollen wir natürlich nicht hardcoden, sondern die lassen wir uns vom System erzeugen, sodass, wenn wir das umstrukturieren, die erhalten bleiben. Das Ganze funktioniert so, also wir machen erstmal Razor, also wir machen jetzt mal, gehen jetzt mal in den C-Sharp-Bereich und da gibt es eine Hilfsklasse, die heißt HTML.
Und die hat so ein paar statische Funktionen, die uns helfen. Und eine, die uns hilft, ist die Action Link. Ja, und die kriegt jetzt als erstes mal einen Text, was damit gemacht werden soll. Also ich nehme jetzt mal hier List. Ich will jetzt als allererstes mal alle Länder auflisten. Und jetzt kommt eben die Frage, wie mache ich das? Und jetzt hatten wir gesehen, die Controller bestehen ja erstmal, haben die Namen und dann haben die verschiedene Funktionen in den Namen. Das ist ja das, was ich tue und dann wird ja von denen dieser View erzeugt. Das heißt, das erste, was hier reinkommt, ist der Action Name. Das ist in dem Fall der Index, weil ich möchte ja eine Liste haben, ne? Und jetzt ist halt die Frage, welchen Controller nehme ich da? Ja, und dann nehmen wir natürlich unseren Land-Controller, also den hier. Ja, weil der ist ja der, den wir gerade dafür angelegt haben. Und wenn man den jetzt so aufruft, dann müsste man ja theoretisch, ja, wir werden gleich mal gucken, ob das auch praktisch so ist, bei dieser Liste landen. Ja, das gleiche mache ich jetzt nochmal, also auch beim gleichen Controller, aber halt eben mit der Methode Create. Ja, da wird dann eben Create anspringen und da schreibe ich dann eben auch Create rein, dass wir das nachher wieder finden. Jetzt soll man sich nicht von C-Sharp übermannen lassen, so wie mir das gerade passiert ist. Also dieses Add macht immer nur den nächsten Aufruf. Das heißt, wir können die Semikolons weglassen und können einfach hier HTML reinwerfen. Ja, also das wäre jetzt ein Zeilenumbruch, sodass dann die beiden Links untereinander stehen. So, und wenn wir das so machen, dann müssten jetzt hier einfach zwei Links erscheinen, über die wir dann eben an diese Controller rankommen. Schauen wir mal, das sieht ganz gut aus. Aha, hier also List. Ja, und da sehen wir, jetzt wird also hier das Lens aufgerufen, das kennen wir ja schon, das haben wir eben schon gesehen. Ja, und eben Create. Ja, so kommen wir jetzt im Prinzip relativ einfach an diese Methoden dran, die wir programmiert haben. Denn wenn wir mal schauen, also das hier ist ja nichts anderes als, ja, Action Name, also die Methode, die ich programmiert habe, plus den Namen von dem Controller. Ja, und das Ganze ist in der Version 5 auch schon vorbereitet. Also ich werde das jetzt nicht nochmal vorführen. Sie können das analog einfach für Personen, Städte und Flüsse auch machen. Ja, da erscheinen dann eben auch die Views. Einfach die Views erzeugen, so wie ich es gerade vorgemacht habe. Wenn Sie das dann für alle Objekttypen gemacht haben, dann haben Sie im Prinzip schon eine Basisanwendung, so ganz rudimentär, ne? Objekte anlegen, Objekte löschen, Objekte auflisten und so weiter. Und wenn Sie jetzt speziellere Sachen wollen, wie zum Beispiel die Relationen zusammensetzen oder nur bestimmte Personen aufzählen, ne, dann müssen Sie das entsprechend da zusammensetzen, dass man eben in den Index nicht reinschreibt, gib mir alle Personen, sondern eben da das entsprechend mit LinkU ergänzt. An der Stelle endet jetzt auch die Demo, also die Präsentation am Bildschirm, wie man jetzt die Views baut, um dann zum Beispiel Relationen herzustellen und so weiter. Das finden Sie in der PowerPoint. Das ist, denke ich, als Demonstration nicht mehr ganz so eingängig. Das habe ich dann verschriftlicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher zu verstehen. Und damit können Sie im Prinzip dann jede beliebige Anwendung bauen. Sie müssen dann halt nur ausgehend von Ihrem eigenen Modell entsprechend vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Wording anpassen oder vielleicht mal eine Zwischenseite bauen und so weiter.